gute Vorstellung. Was kennt ihr? So, wir müssen tatsächlich den Fluss überqueren. Und da ist schon wieder so ein Eingang. Der bringt uns wahrscheinlich direkt zu den Erinnerungsanfängen. Weil hier kann ich auch interagieren. Weil das letzte Mal hat er uns ja direkt zum Erinnerungsanfang gebracht. Es sind irgendwie so versteckte Erinnerungsanfangseingänge, wenn ich das mal so sagen darf. So bezeichnen darf. Aber wir gehen erstmal zu unserem Geschäftsauftrag-Tipp. Aber unser Erinnerungsanfang ist ja gleich hier um die Ecke. Hier haben wir erstmal eine Bank. Da können wir uns ein bisschen Geld mitnehmen. Und wenn hier irgendwo noch ein Schneider ist, dann können wir uns sogar... Nein, kein Schneider in der Nähe. Dann nicht. Ich habe sicherlich genau das, was... So, mein lieber Fabro. Geschäftsaufträge. Treue. Diesen Geschäftsauftrag beenden, um Offizierspferd Pferd vor allem Schwert freizuschalten. Ja, wie mache ich denn diesen Auftrag? Ja, tja, also nicht da, oder? Denke ich. Gut. Dann adieu. Ja, ist in Ordnung. Wie mache ich das jetzt hier? So nicht. Schauen wir doch mal. Diesen Geschäftsauftrag beenden, das Offiziersschwert. Ach so, verstehe schon. Jetzt verstehe ich's. Totems, Terrakotta-Gefäß. Da haben wir doch was. Terrakotta-Gefäß, 1. Genau, 1 von 3. Aber müssen wir das wirklich tatsächlich alles auf einmal haben? Denn das habe ich nicht. Dann warten wir einfach mal, bis wir ein bisschen Zeug gesammelt haben. Dann killen wir mal den Marker. Und weil wir gerade schon in der Nähe sind, machen wir doch einen Erinnerungsanfang. Wo ist der denn? Ist der da oben? Halte ich doch fest. Hier gibt es erstmal eine Flagge. Lol. Also hier oben ist er schon mal nicht, aber wir sind in unserem trauten Heim. Also schätze ich mal, dass wir da rein müssen. Cutscene? Ja. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay, wir planen schon wieder ein Riesending und wir schauen uns mal die Karte auf dem Schreibtisch an.
So, ein potenzieller neuer Assassine wurde angeworben. Nestore Nucci ist der Assassinengilde beigetreten. Ein neues Assassinensignal wurde verliehen. Neuer Rekrut, Giovanni Guglielmi. Paolo Simoni. Neues Signal. Ordensia Orlandi. Lamberto Luini. Neues Assassinsignal. Panfilo Petaccia. Ugo Ubaldi. Giulio Daglia Pietra. Und das war's. Das Versteck verlassen. Das ist doch mal ein Auftrag, der leicht zu erfüllen ist. Dann verlassen wir doch mal das Versteck. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Okay, wir haben den Erinnerungsabschnitt abgeschlossen. Ah, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Wir schmieden Pläne gegen Cesare und die Borgia. Und vor allem natürlich gegen Rodrigo. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wir sind hier wieder im Animus. Will heißen, ein neuer Erinnerungsabschnitt wird geladen. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass wir außerhalb vom Animus wieder ein bisschen quatschen können. Vermute ich jetzt einfach mal so. Und schauen wir uns doch erstmal den neuen Erinnerungsabschnitt an. Okay, der ganze Erinnerungsabschnitt hat den Namen der Bankier. Also nehme ich mal schwer an, dass es hier um den Bankier gehen wird. Neue Auftragsattentate freigeschaltet, neue Gegenstände bei Schmieden verfügbar, neue Kunstwerke, glaube ich, bei Malern verfügbar. Lauter neue Sachen sind verfügbar. Hallo. Jetzt! Auf ihn! Wo ist die Stange, die ich jetzt eigentlich aufgehoben haben sollte? Gib mir mal die Stange. Gib mir die verdammte. Dankeschön. Oh, verdammt, ich wollte die Stange eigentlich noch behalten. Ich wollte eigentlich was ausprobieren. Stange aufheben. Ja, cool. Dann suchen wir uns jetzt mal einen Gegner, denn ich möchte was ausprobieren. Hallo. Sind doch sonst immer überall Gegner. Da schreien sie. Ich laufe mit einer Stange durch die Gegend. Ein ganz böser Stecken. Wo sind Gegner? Gegner auf meiner Ebene. So, hier um das Haus müssen wir noch rumlaufen. Dann kommt, glaube ich, einer. Ja, ganz viele sogar. Hallo, Jungs. Ah, wie geil. Holt ihn euch!
Assassine. Waffe runter. Ja.